J'écris avec des images et des sons, conservés sous la forme de longs rubans numériques, dans un disque dur depuis plus d'un an, et qui réapparaissent sur l'écran de mon ordinateur, dans la fenêtre du logiciel de montage. L'essence du geste filmique est la manipulation de ces rubans. Et même si aujourd'hui je n'utilise plus des ciseaux et de la colle, j'utilise toujours ma main pour les rapprocher, les assembler, pour écrire. Le journal filmé est le résultat d'une suite d'opérations techniques, d'un protocole strict. La parole vient après l'image, après le son, par une lente sédimentation. Elle forme un nouveau ruban, une nouvelle couche. En cela, le geste filmique me semble proche du geste de peindre. Chaque plan est une touche, la trace arrêtée de la main du filmeur. Wird aus einem Informationsträger zu einem Desinformationsträger. Von einem Wert wird er zu einem Unwert und wird weggeworfen. Er wandert auf den Müll. Im Müll, grundsätzlich wegen des zweiten Prinzips der Thermodynamik, verliert er definitiv die Form laut der allgemeinen Tendenz der Welt zum Informationsverlust und wandert in die Natur zurück. So sieht sich bei dem Zyklus Natur, Leben, Kultur, Schul, Abfall, Natur. Aber obwohl dieser Kommunikationsprozess zyklisch ist, privat, publik, privat, hat er auch einen dialektischen Aspekt. Es ist im Grunde genommen das, die Basis der hegelischen Dialektik. Wenn ich aus dem Haus gehe, um die Welt zu erobern, aus dem Privaten ins Öffentliche, dann verliere ich mich in der Welt. Und wenn ich aus der Welt nach Hause zurückkehre, um das Öffentliche zu privatisieren und um mich wiederzufinden, dann verliere ich die Welt. Diese Negation, ich verliere mich in der Welt und ich verliere die Welt in mir, nennt Hegel das unglückliche Bewusstsein. Und das unglückliche Bewusstsein ist das Bewusstsein du cur. Bewusstsein und Unglück sind Synonyme. Glück ist immer unbewusst. Diese grundlegende Phänomenologie des Geistes, um mit Hegel zu sprechen, charakterisiert das sesshafte Dasein. Also das Dasein, das im Privaten sitzt und im Öffentlichen ausstellt. Die Kommunikationsrevolution besteht darin, dass die Informationen direkt aus Privatraum zu Privatraum laufen. Das heißt, dass sie den öffentlichen Raum nur noch in Form von materiellen oder immateriellen Kabeln durchlaufen. Zum Beispiel, das Bild von mir, das Sie jetzt aufnehmen, wird nicht ausgeführt, sondern es wird direkt in den Privatraum des Empfängers geliefert. Der öffentliche Raum ist überflüssig, redundant. Ein wichtiger Aspekt dieser Revolution ist der Niedergang der Politik. Die Politik hat keinen Raum mehr, wo nichts veröffentlicht wird. Wenn einmal die Revolution durchlaufen, wird ja überhaupt nichts mehr drin. Sondern die Informationen werden im Privaten, zum Beispiel der Schuh, wird im Privaten in einer Fabrik erzeugt. Dann haben wir einen Minitel und rufen den Schuh per Minitel ab und der wird ihnen ins Haus geliefert. Es gibt nichts Öffentliches mehr. Statt ins Konzert zu gehen, hören sich die Musik auf der Platte an. Statt ins Kino zu gehen, sehen sie sich den Film auf dem Fernsehen an. Statt in die Schule zu gehen, machen sie eine programmierte Unterricht zu Hause. Und je mehr die Computer
die Kommunikation und Übernehmen, je intelligenter das Haus wird, desto weniger haben sie Notwendigkeit auszugehen. Im Gegenteil, sobald sie ausgehen, verlieren sie Informationen. Während sie eine Reise machen, können sie die nicht sehen, was sich in der Welt ereignet hat, weil sie Television nicht zusehen, weil sie nicht die richtige Zeitung lesen, die ihnen ins Haus geliefert. So hätte man den Eindruck, dass durch das Ausscheiden der Politik und durch das Betonen der Privatizität die Sesshaftigkeit noch verstärkt ist. Sie rühren sich nicht mehr. Die Entpolitisierung, also die Überholung des unglücklichen Bewusstseins, des Bewusstseins überhaupt, das stehende Glück, das auf diese Revolution folgt, würde doch bedeuten, dass man sich nicht rührt. Aber das stellt sich als ein Irrtum. Die Kabel werden nämlich reversibel. So wie die Kommunikation heute geschaltet ist, nämlich Sender, Ausstrahlung und Empfänger, ist das eine der gegenwärtigen Kommunikation nicht entsprechende Schaltung. Ich nenne sie eine faschistische Schaltung, weil nämlich die Botschaften bündelförmig vom Sender zum Empfänger ausgestrahlt werden. Und Bündel heißt, wie Sie wissen, lateinisch Faszies.